Hallo und herzlich willkommen zum Unboxing der SecurePoint Next Gen UTM RC100 und RC200 G5. Was wir hier sehen, ist der Karton und auf dem Karton stehen auch schon ein paar Informationen. So haben wir auf der linken Seite zum Beispiel die Seriennummer und auch einen QR-Code, zu dem gleich mehr. Um den Karton aufzumachen, entfernen wir hier unten einmal die Lasche. Danach können wir ihn ganz leicht öffnen. Innerhalb des Kartons erwartet uns nun zuerst die Broschüre. Auf der Broschüre auch nochmal die Seriennummer und der QR-Code. Der QR-Code führt dabei zu einer Website, auf der wir zum Beispiel die Garantiebedingungen des Geräts prüfen können. Außerdem finden wir dort auch hilfreiche Videos und Links zum Wiki, wie zum Beispiel die Ersteinrichtung oder die Montage der Racks. Weiter im Karton. Hier finden wir nun auf der rechten Seite die Zubehörbox. In der Zubehörbox haben wir ein Kaltgerätekabel und das dazugehörige Netzteil. Was wir hier auspacken, ist eine RC100, deswegen haben wir hier von beidem nur eins enthalten. Die RC100 unterstützt allerdings auch Redundanz, dafür kann optional ein zweites Netzteil bestellt werden. Bei der RC200 haben wir gleich zwei Netzteile mit an Bord. Außerdem hier zwei WLAN-Antennen. Und natürlich auch die Füße für das Gerät, wenn Sie das Gerät nur auf den Boden stellen wollen oder ins Regal, dann würde ich Ihnen empfehlen, diese Füße anzubringen. Zurück zum Karton. Hier haben wir natürlich auch noch die UTM. Diese entfernen wir hier vorsichtig vom Plastik. Und anschließend finden wir auf der Vorderseite die zwei WLAN-Antennen sowie die Antenne fürs mobile Netz und den SIM-Karteneinschub. Außerdem auch die Status-LEDs für die Ethernet-Ports, für die HDD und die Power-LED. Auf der linken Seite haben wir nun einen Lüfter. Dieser muss unbedingt frei bleiben. Auf der Rückseite die zwei redundanten Anschlüsse für die Stromversorgung sowie die Ethernet-Ports von A0 bis A3. Im Auslieferungszustand ist A0 der Internetanschluss und A1 fürs interne Netzwerk. Natürlich auch zwei USB-Anschlüsse, ein HDMI-Anschluss, der Powerknopf und der Reset-Button, der nur für den Neustart des Geräts zuständig ist. Bei der RC200 haben wir hier übrigens noch A4, um Glas direkt anzuschließen. Auf der Unterseite des Geräts finden wir natürlich auch nochmal die Seriennummer und den QR-Code. Das war's zum Unboxing der RC100 und RC200 G5. Danke fürs Zusehen und tschüss.